Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir wollen weiter in den Süden, damit wir das Gebiet mal hier ein bisschen abchecken. Ich weiß nicht, ob wir direkt diesen Weg folgen wollen. Wohin wollen wir denn? Also wenn wir was sehen, ist nice. Ansonsten würde ich sagen, folgen wir einfach mal den Wegen, hä? Einfach mal den Weg entlang. Das scheint für mich die beste Variante. Weil so direkt irgendwas Großes, wo wir hin könnten, sehe ich jetzt nicht von hier. Deshalb, ja. Ansonsten wäre halt der zweite Turm direkt hier. Vielleicht gehen wir einfach mal den Weg entlang. Und danach schauen wir weiter. Wär vielleicht auch ganz gut, ha? Huh? Dann sehen wir wahrscheinlich direkt auch das Labyrinth. Dann können wir auch direkt das Labyrinth machen. Oder wir gehen zum Schrein, der anscheinend vor uns liegt. Da ist bestimmt ein Stall, oder? Waldmündung. Hat der Typ vielleicht eine Quest für uns? Ha, ich frage mich, hier trifft man nicht auf andere Reisende. Wo soll es denn hingehen? Jo, nach Osten wahrscheinlich. Ja, wenn dein Weg dich nach Osten führt, willst du bestimmt zu den Floria-Fällen, oder? Angeblich haust dort eine Kreatur, die wie eine riesige Schlange aussieht. Holy shit. Ich bin Richtung Prairie von Firon unterwegs. Ich habe meine Gründe. Vor einem Jahr habe ich mein geliebtes Pferd verloren. Und in der Prairie von Firon soll es eine Quelle geben, an der man Pferde wieder zum Leben erwecken kann. Was? Okay. Sollten wir uns vielleicht merken. Klingt aber auf jeden Fall funny. So, da vorne ist ein Schrein. Dann machen wir den, ha? Huh? Klingt vielleicht nach einer guten Idee. Ich habe keinen Bock, mit meinem Pferd hier durch die Bäume zu reiten, weil das meistens eher nicht so gut klappt. Aber auf den Schrein habe ich Bock. Wir haben schon länger keine Schreine mehr gemacht, glaube ich gerade. Weil wir irgendwie nicht dazu kamen. Wir haben die Titanen gemacht und jo, jetzt haben wir noch ziemlich viele Schreine offen. Ziemlich viele. 48 plus 20, 68. 68 Schreine noch. Das ist, stattliche Zahl. So, Kraftprobe leicht. Ja gut, wenn es leicht ist, dann geht's ja noch. Nehmen wir einfach mal unser... Oh, das Master Sword ist noch nicht ready. Nehmen wir mal die Windklinger. Ich habe da mal rumprobiert und anscheinend kann man die Windklinge aufladen und dann kann man so einen Windstoß schießen. Nämlich genau... Ne, nicht so. Auch nicht so. Warte mal, wie ging das nochmal? Ah, ich glaube, man muss einfach normal aufladen. Moment. Ich krieg das hin. In die falsche Richtung. Wenn ich halt natürlich unterbrochen werde, dann ist es gar nicht mal so geil. Mach ich halt normal. Ah, nein, ich wollte nicht schlagen. Vielleicht klappt's ja jetzt. Ja, ich meine, es sieht funny aus. So viel scheint es aber nicht zu bringen. Komm her. Oh, fuck. Oh, das hat sogar getroffen. Was macht er jetzt? Ach so. Bam, bam, bam. Ja, wenn die zerbricht, dann ist es nicht so schlimm. Dafür habe ich jetzt ein neues Schwert. So, ein Wächterschild. Oh, die Zahnräder sind halt geil. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Was haben wir denn so für Schilde? Rüsten wir mal unser Schlechtestes aus. Und es ist immer noch besser als das. Tja, ich meine, danke, ne? Aber wenn ich es nicht gebrauchen kann. Wobei, wir könnten es zu Hause hinhängen. Hm.
Weißt du was? Dann machen wir das. Dann nehmen wir das mit und hängen es mal hin. In unser Haus in Hateno. Einfach weil, warum nicht? Ich meine, es leuchtet cool. Von daher ist es ja in Ordnung. Oder kriegen wir jetzt etwa da vorne noch ein besseres Schild? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter. Ein Boomerang, ja. Also 8 Damage, das ist echt nicht so gewaltig. Brauche ich mal nicht. Man will ja nicht jeglichen Shit mitnehmen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber jetzt haben wir noch einen Schrein. Der war ja, also die Kampfschreine sind ja normalerweise ziemlich geschenkt. Auch die schweren, die sind ja jetzt nicht so mies. Vor allem, wenn man viele Pfeile hat. Einfach ein paar Mal piu 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 und dann ist gut. Wir haben ziemlich viele Samen, glaube ich, gerade 12 oder sowas. Eigentlich müsste ich die auch mal austauschen, eintauschen. Gegen, keine Ahnung. Wie viel brauchen wir für den nächsten Waffenslot? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war ziemlich viel. Könnte aber sogar fast reichen. Aber auch nur fast. Hat sich da gerade irgendwas bewegt? Pferdchen! Komm her! Vielen Dank für die Blumen. Wow, ehrlich? Ich meine, ich mag dich, Kleiner, aber wie du manchmal rummachst und du stehen bleibst. Ah, da haben wir unser Master Sword wieder. Warum habe ich das Gefühl, dass diese Blume ein Krog ist? Und warum nerven mich alle hier? Okay, tot, tot. Wo war noch was? Ich sehe gerade nichts mehr. Wo war der? War der hier? Nö. Ja, du. Ist mir jetzt auch egal. Oh, aber das sind so ein paar nervige. Lass den Esel in Ruhe. So, wohin führt er mich? Oh, da vorne ist er ja. Kann ich den Ast kaputt machen? Oh, es geht sogar. Wonderful. So, wie viel Teil ist das? 15. Das, ich glaube, das reicht sogar für eine Waffentasche. Ich mag diese lässige Musik hier. Ach, warte, unser Pferd, ne? Habe ich ihn fast zurückgelassen. So, wo sind wir hier? Das ist der Zugu-Landwald. Dann gehen wir mal Richtung Fluss noch. Ach, von da kommt die Musik. Hat er uns was zu sagen? Bestimmt irgendein Rätsel, hä? Na, nur ein Reisender so tief im Wald? Schön, dich wiederzusehen. Ist es dir wohl ergangen? Auch in der Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und, möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, ne? Gib mal her. Mit Vergnügen, legen wir los. Tief im Wald der Schlange Mund, im Angesicht des Drachen Schlund. Zur Heldenprüfung schlägt die Stund. Hat es wieder so ein Zeitding? Mit dem tiefen Wald könnte der Damselwald im Norden gemeint sein. Doch noch nie sah ich dort etwas auch nur annähernd Schlangenähnliches, von Drachen ganz zu schweigen. Das ist ein Mysterium, bla bla bla. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Im Rachen des Drachen. Ha, das reimt sich. Wollen wir mal da vorne hin?
Da ist irgendwas Komisches, oder? Maxi-Trüffel. Was ist das? Oh. Okay. Ich habe einfach mal geklickt, aber... Okay. Will ich hier mal rum? Sind wir hier schon am Rand von der Karte? Nee. Noch nicht ganz. Okay, okay. Ich glaube, hier im Wald kann man noch sehr viel entdecken. Noch sehr, sehr viel. So, da war irgendwas mit. Ja, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich zu einer bestimmten Stunde muss man wieder irgendwo sein. Oh nein, ist da ein Stein? Wir bräuchten da noch einen Stein, glaube ich. Dann kommt ein Krog. Kann das sein? Das wollte ich gar nicht machen. Ist hier irgendwo einer in der Nähe? Oh, da ist eine Truhe. Zählt das auch? Whoopsie. Anscheinend nicht. Aber aufmachen können wir sie trotzdem. Wenn wir da hochkommen. Jo, gar nicht mal so schlecht. Ach, da ist noch einer. Ach, scheiße. Fuck, das ist nicht so einfach. Scheiße. Okay, weißt du was? Ich lass einfach mal den da liegen. Jetzt nehmen wir den mal. Also, ich bewege noch nicht mal und er bewegt sich schon. Dieser Motherfucker. Hallo, das kann doch nicht sein. Du rollst runter, obwohl du fest bist. Weißt du was? Wir machen das mit Stasis. Oh mein Gott. Ich hasse es jetzt schon. Wir machen das einfach mit Stasis, ja? Wenn er einigermaßen fest ist. Holen wir uns die Stasis. Und dann sollte das theoretisch funktionieren. Also das war drauf, du Mader. Nochmal bitte. Wir gehen zuerst rüber und dann machen wir Stasis. Ich glaube, das ist besser. Wenn wir auf dem Stein sind, wo der Stein hin soll. Oh mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Vorhin habe ich ihn drauf bekommen, ja. Jetzt kriege ich einfach ums Verrecken den Scheiß nicht hin. So ein Kack. Bleib da drauf, bleib da drauf. Ich bin geistig behindert. Warum lasse ich ihn nicht einfach langsam runter? Nein, nein, hey, ich bin schlecht, ich bin dumm. Komm, wir lassen ihn einfach von 10 Kilometern Höhe runterfallen, damit er runterfällt. Nochmal bitte. Ja, danke. Da bekomme ich richtig Krebs, du. Puh. Lassen wir jetzt so stehen. Ich meine, wir hätten auch einfach alle runterhauen können, aber... Wollen wir da hoch? Wollen wir da hoch? Ja, wir wollen da hoch. Kletter hoch. Nix gibt's. Meine Frage ist, ich wollte eigentlich meine Axt rausholen, aber nevermind. Die verrecken halt einfach wie nichts.
Ach, das ist lustig. Au. Aber ich frage mich, warum die so schwach sind. Ist das einfach das Gebiet? Baby. Schwing dein Teil. Teile schwingen. Typen finden es geil. Frostmelone? Huh. Wieder was Neues. Zerbricht gleich. Oh, damn. Habe ich zu viel Holz gehackt, hä? Huh? Ich meine, ich brauche nicht so mega viel Holz, weil ich schon ziemlich viel habe. Aber wenn es kaputt geht, ist das natürlich gar nicht mal so cool. Oh mein Gott, da ist wieder so ein... Ist es ein Blitztyp? Jetzt rennt er dahin. Und getroffen. Oh nein, 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 nicht weg, nicht weg. Okay. Puh. So, haben wir das schon mal gehabt. Elektrostab. Hm, ja. Also ich meine, ich brauch's nicht. Aber ich schätze, den benutzen wir jetzt einfach. Wollen wir die mal hochheben? Falls da was ist. Aber da ist nichts. Okay, na Moment. Ich mag den Dschungel, aber ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir gehen einfach mal durch diesen Wald durch. Darauf habe ich jetzt Lust. Hier irgendwo ist bestimmt was. Das sieht aus wie ein Schlangenkopf. Also von der Karte jetzt erstmal her. Wäre natürlich lustig. Das wäre so lustig. Ich würde so lachen. Ha, ha, ha. Okay, da ist noch so ein Dörfchen. Gefällt dir das, ja? Oh, oh, nein, die Dinger hasse ich. Nein, 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 nein. Bleibe fern, Bitch. Die kann ich durchaus verzichten. Ach, das ist ein Schwarzer sogar. Was? Habe ich schwarz gesagt? Ich meine, ein guter Mann, ein guter Mann. Master Sword. Holy shit, die haben wieder viel Leben. Okay, never mind. Lass mal noch eben den hier benutzen. Und dann mal voll reinhauen. Komm doch her jetzt. Hast du irgendwas Cooles dabei? Saphir, die haben oftmals Saphire dabei und das gefällt mir sehr. Da kommt niemand mehr, Bitch. Kiste ja, Kiste gut. Feuerfall, ja, gut, ja. Oder geht's noch weiter hoch? Shit, da geht's sogar noch weiter hoch. Die Frage ist, ob da oben was ist. Ah, nee, oder? Das ist ja nur ein Dach. Nee, dann spring ich da mal nicht hoch. Gut, welche Richtung, welche Richtung? Ich würde sagen, in die Richtung. Ich habe mal das Pferd jetzt nicht mitgenommen, weil ich glaube, so ist es irgendwie spannender und cooler. Wenn wir einfach überall hinklettern und so ein Witz. Irgendwie will ich da oben hin. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber wir gucken mal kurz, ob da oben was ist. Das ist natürlich schon mal nice. Maxi-Rüben sind sehr, sehr cool. Können wir die fällen? Nope. Okay, nevermind. Wir gehen wieder den Weg entlang. Was hängt denn da? Nevermind. Maxi-Durian.
Puh, das klingt qualitativ hochwertig. Alles, was mit Maxi zu tun hat, also ist, glaube ich, richtig nice. Oh, da fliegen wir jetzt mal rein. Wollen wir irgendwas Cooles machen? Okay, never mind. Wir haben es probiert. Aber es klappte nicht. Ah, das wollte ich eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich einen von denen in Stasis versetzen, aber irgendwie ging das nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich dachte, das funktioniert normalerweise. Ah, was ich denke und was die Sache ist. Warum sind hier so viele Eisendinger? Das ist meine Frage. Vielleicht ist da irgendwo was drunter? Nope. 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 Wenn das so ist, nevermind. Da oben ist aber eine Kiste. Wie stellen die sich vor, dass wir da hochkommen? Ich weiß wie. Gar nicht. Einfach die Kiste runterholen. Ist natürlich auch machbar, ja. Natürlich, natürlich. Daran habe ich direkt gedacht. Ja. Ich wollte da nicht hochspringen. Nee. Aber ich hoffe, es fängt nicht an zu blitzen. Im Wald, im Regen. Gar nicht mal so nice. Wie stark ist denn die Waffe? Okay, die werfen wir weg. Die werfen wir auch weg. Die können wir ausrüsten. Warum blinkt eigentlich auf der Karte was? Was habe ich denn hier ausgewählt? Das Lied des Reckenfests. Jo. Du. Ja, im Regen sieht man hier so fast gar nichts. Das ist irgendwie schade. Oh nein, oh nein. Die mögen wir gar nicht. Wir haben noch 170 Pfeile, damn. Ich meine, es sieht ganz episch aus im Regen, aber muss auch nicht unbedingt sein. Oh, noch eine Maxi-Rübe. Okay, wir sind am Fluss, hä? Huh? Ich sehe auch schon eine ganze Weile den Schreinen-Ping gar nicht mehr blinken. Ping, bling! Bling, 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 bling. Lass mal darüber. Das sieht doch nach dem richtigen Weg aus da vorne, oder? Na, ich meine, was ist schon ein richtiger Weg? Sowas sollte es ja nicht geben. Außer wenn der Weg zu Ganon führt, dann ist es auf jeden Fall der richtige. Wir sind fast da vorne, oder? Jetzt nur noch den Fluss entlang, genau. Gut, dann gehen wir mal in der nächsten Episode weiter und mal schauen, was da am Ende des Flusses auf uns wartet. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst, tschüss!